Hallo meine Pokéfreunde und Pokélenden, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute hätte ich einfach mal Bock, Kirby's Dream Land 1 zu zocken für den Gameboy. Das heißt jetzt nicht, dass sowas wie Pokémon oder so auf meinem Kanal jetzt erstmal eine Pause hat oder so. Das Spiel ist eh nur 25 bis 30 Minuten lang, so lang wird auch die Folge. Und wir spielen das jetzt in diesem Video durch, ja. Ja, was könnte ich jetzt noch sagen? Ich glaube, ich rede ein bisschen über Kirby, während ich das Spiel spiele. Also fangen wir mal an. Stage 1, Green Greens. Das ist die erste Welt. Es gibt 5 Stages. Obwohl der letzte eigentlich keine richtigen Stages, aber ja. Und was wir hier in Kirby machen, wir sind hier Kirby. Wir können springen, wir können fliegen unendlich lang. Indem wir Luft aufnehmen. Und wir können Gegner einsaugen und sie gegen andere Gegner schmeißen, ja. Ich bin gerade richtig schlecht und habe mich treffen lassen. Und nochmal, das ist richtig schlau. Aber kein Problem, denn hier gibt es schon wieder Flaschen. Diese Flaschen, die geben 2 Herzen, also 2 Leben. Unten seht ihr auf der Leiste, der Score ist jetzt eigentlich vollkommen egal. Unter dem Score seht ihr Kirbys Lebensanzeige und rechts seht ihr Kirbys One-Up-Leiste oder so. Ja. Ich werde ein bisschen chillig rangehen. Ich bin nicht so der Beste in dem Spiel, also ich werde auf jeden Fall mindestens einmal Game Over gehen. Also nicht Game Over, aber sterben halt. Ja, das Spiel ist auch gar nicht lang. Das ist eins der kürzesten. Ja, gut. Eins der kürzesten Game Over-Spiele, könnte man schon sagen. Aber trotzdem ist das richtig cool. Und ich bin schon mal gespannt, wie ihr das findet, das Spiel. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Jetzt wechselt der die Seite oder auch nicht. Der täuscht nur an, okay. Das ist unser erster Zwischenboss. Einfach, so ein Bombenheini. Der ist jetzt down. Und, ja. Die erste Welt, die kann auch nichts. Die ist echt schlecht. Die ist echt einfach. Haben wir es so nicht schlecht, sondern einfach. Aber ich erinnere mich schon, die vierte Welt, die kotzt an. Es gibt ja noch 5. Die fünfte Welt, da gibt es dann auch den Endboss. Aber dazu später erst mehr. Sache ist, ich spiele das mit Tastatur. Ich weiß nicht, ob das hört, aber ja. Und deshalb bin ich jetzt nicht so der Beste mit dem mit der Steuerung. Und bitte entschuldigt erst, Dankeschön. Außerdem habe ich mal Bock, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, SpongeBob oder Pokémon demnächst fertig habe mit dem Let's Play. Dass ich dann vielleicht so ein Kirby-Let's Play mache. Zum Beispiel, keine Ahnung, Kirby's Dream Land 2 oder Kirby's Adventure. Das ist richtig cool. Wenn ihr Bock hättet, also ich hätte Bock und das war mein Handy. Wir legen das mal ganz kurz weg. Wir brauchen keinen Schnitt, denn wir sind Let's Player. Let's Player brauchen keinen Schnitt, ne? Nach Tara, ne? Ja. Ja, was soll ich sonst sagen? Kirby ist auf dem Artwork, ich kann das ja mal irgendwo einblenden oder so, ist auf dem Artwork schwarz-weiß und nicht pink, so wie der heutzutage ist. Das lag aber eigentlich, glaube ich, nur daran, dass man sich früher noch nicht für eine Farbe entschieden hat, weil das ist ja eh schwarz-weiß das Spiel und warum sollte man sich dann für eine Farbe entscheiden? Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich auch alle Secrets finde, wahrscheinlich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wieso man hier eigentlich raus kann. Das bringt nichts. Das habe ich schon immer gefragt, Mann. Aber naja. Oh, die sind wir beim ersten Boss. Oh. Willkommen bei Wispy Woods. Da. Frag mich nicht, wieso ich den Namen auswendig kann. Der ist richtig einfach. Einfach aufsammeln und gegen ihn schmeißen, die Äpfel, die er schmeißt. Wenn er dann pustet, muss man einfach stehen bleiben, meistens. Man sollte einfach direkt vor ihm sein, dann meistens. Okay, das war gerade schlecht von mir. Tut mir leid. Aber komm, machen wir den Kopf ein bisschen länger. Der kann echt nichts. Oh, ich hatte gerade ein Problem mit der Steuerung. Aber ja, da hatten wir die erste Welt schon durch. Von 5. Wir haben es endlich geschafft. Yay, wieso endlich? Weiß ich nicht, aber ja. Wir sind jetzt hier im Castle Lololo. Und die Musik, die ihr gerade hört. Die Musik, die wurde später verwendet für Dyna Blade, das weiß ich noch. Was wir gerade haben, ist ein Mikrofon, damit one-hitten wir Gegner. Geht's hier weiter? Ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht. Ja, hier gibt's weiter. Und hier die Bombe, die schmeißt man und, also die pustet man aus und dann, ja, schmeißt man die so gesehen. Also ja, es gibt halt so ein paar Items davon. Allgemein hat das Spiel auch schon ein paar Items. Aber das ist jetzt eher nicht so nicht wichtig.
Ich bin jetzt extra hier hingegangen und nicht nach oben, weil hier gibt es noch ein Item, was die Szene gleich oben einfacher macht. Hätte ich mich da jetzt treffen lassen, ey, das wäre richtig scheiße geworden. Okay, Heilung. Ach, die Maxim-Tomate, die habt ihr vorhin gesehen, diese Tomate mit dem M drauf. Die heilt komplett. Und ich glaube, noch ein One-Up haben wir noch nicht gesehen. Ein One-Up, das erhöht einfach die Zahl unten rechts plus 1. Wenn die Zahl unten rechts auf 0 ist und wir sterben, dann ja, können wir das Spiel nochmal neu spielen. Und wieso ich das gemacht habe, diesen Umweg gegangen bin, wegen dem Power Lolly wird wir unbesiegbar. Ich mag die Musik einfach im Spiel. Ja, egal. Die Sache ist, in dem Spiel ist es so, dass so Power-Ups, die halt so extra Musik haben. Wenn die Musik aus ist, geht das Power-Up aber noch ein bisschen. Finde ich wenig. Wir lassen jetzt erstmal schießen, weil ich habe es zu spät gemacht. Und Bams. Das ist einfach hier so ein kleines Zeigen, wie der gleich der Boss wird. Also so ähnlich wird der Boss gleich hier in der Welt. Ich habe echt keine Ahnung wirklich, was ich so sagen soll. Auf jeden Fall wurde, kann ich ja irgendwie sagen, so Kirby wurde halt ein Instant-Hit. Auch wenn es nur so kurz war, aber das hat, glaube ich, war damals einfach egal. Und es gibt auch einen Hard-Mode, den könnte ich vielleicht mal irgendwann in einem Stream oder so spielen. Keine Ahnung, vielleicht. Hier gibt es Heilungen, die brauchen wir aber gerade nicht, weil ich gerade richtig gut bin. So gut bin ich eigentlich sonst nicht wirklich. Okay. Ja, ich verstehe nicht, wieso ich hier so einen Weg gibt, aber das bringt nichts, der führt nirgendwo hin. So, gucken wir mal, ist das hier richtig? Nein, das ist nicht, das machen wir mal nicht auf. Hab ich treffen lassen. Oh, ich mag die Musik, das ist der Bosskampf bei Dinah Blade, bei den späteren Spielen. Castle Lololo hieß dann später auch, glaube ich, Lololo und Lalala oder sowas. Ja, wir sind schon beim Boss hier. Ich hatte das Spiel leider früher nie besessen. Ich glaube, ich bin mich sogar um, weil sonst hat das. Okay, komm, wir machen mal eine Challenge. Wir versuchen das Spiel. Nein, okay, verkackt. Ja. Tot. Hat der unten rechts nichts gesehen, da. Bosskampf. Habe ich noch nicht erzählt, ne? Unten links, wo der Score war, da ist jetzt die Bossanzeige, die Bosslebensanzeige. Falls das ein Wort ist. Ja. Ja, okay. Ja, aber ich spiele das gerade, weil das ich habe mal ein paar Freunde von mir so rumgefragt. Wäre es denn cool, wenn ich das jetzt erstmal mache? Oder erst, keine Ahnung, nächste Woche oder so, wieder ein bisschen sowas, wenn man Let's Play halt weitermacht. Fanden das cool und dann dachte ich mir, jo, mache ich das mal. Und das war schon. Der zweite Boss. Der konnte echt gar nichts, er war einfach richtig easy. Yeah. Stage 3, Float Islands. Ich mag diese kleinen Szenen hier, die sind cool. Ja, die Welt, die geht eigentlich voll klar. Die ist halt ein bisschen schwieriger, ein bisschen anders. Ja. Ins Wasser, glaube ich, können wir nicht normal schwimmen. Es gibt noch richtiges Wasser, wo Kirby einfach rumspringt oder so. Das war gerade noch ganz komisch. Und ich wusste, und es war gerade richtig lag, weil hier spawnt einfach so manchmal. Also hier spawnt einfach so manchmal so richtig random Gegner. Und ich hatte gerade Glück, dass ich ihn einfach eingesammelt habe. Das wollte ich mir gerade erwähnen. Ah! Diese scheiß Blooper-Dinger oder was auch immer das sind. Hier haben wir nochmal ein Mikrofon. Ja. Ihr wisst wahrscheinlich, dass Kirby eigentlich Fähigkeiten bekommt, wenn man die Gegner einsaugt, aber das ist das erste Kirby-Spiel und da hatten wir noch nicht die Idee. Hinten gibt es noch ein kleines Secret Essen. Ach komm, der hat mich doch nicht berührt! Ach Mann. Hat das halt, ist mir doch egal, Mann. Ich weiß, die gibt es. Ja, ja, ja. Ich muss aber dazu sagen, ich habe vorhin das Spiel. Ach Mann. Ich habe vorhin das Spiel auch ein bisschen gespielt. Also ein bisschen so zum Reinkommen, wegen der Tastatursteuerung. Und ja, da war ich eigentlich ziemlich gut. Und ich rede gleich weiter. Hier, das ist das Wasser. Das ist so komisch. Und da haben wir ein One-Up.
Wir haben schon die Hälfte des Spiels ungefähr. Jetzt mal no joke, das haben wir wirklich. Was wollte ich sagen? Ich habe echt vergessen, was ich sagen wollte. Stimmt, ich habe das wirklich vorhin gespielt. Und später kommt ein Boss, bei dem ich gar nicht kann, aber bei dem habe ich vorhin, das ist richtig, richtig cool, hatte ich vorhin so eine Art Taktik oder so entwickelt. Die werde ich euch dann zeigen. Also falls ihr genauso Probleme habt wie ich bei dem Boss, dann habe ich coole Tipps für euch. Der Endboss, König DDD, der ist eigentlich. Wenn man weiß, wie der geht, dann ist er voll einfach. Hier haben wir Curry. Da ist die Musik ist auch anders. Und da können wir jetzt spucken, so voll spucken. Oh, hier kann man durch. So, ich glaube im Wasser, da geht die Sachen einfach weg, keine Ahnung. Die Story des Spiels, habe ich noch welche gesagt, das können wir machen. König DDD, das ist so ein fetter Pinguin mit einem Mantel. Der hat das ganze Essen, das ganze Obst aus dem Dreamland geklaut. Und dann hat sich Kirby bereit gemacht und sagt, yo, ich nehme jetzt diesen Stern hier und fliege zu ihnen rüber. Und bereite das Land bis ihnen rüber. Und ja, das ist die Story. Boom! Jetzt sind wir in den Wolken. Von Strand kommen wir zu Wolken, Alter. Oh, jetzt kommt mein Lieblingsboss aus dem Spiel. Da muss ich jetzt ein bisschen auf den anderen Bildschirm gucken, damit ich da ein bisschen besser bin. Ich spam jetzt einfach nur die Taste. Ich bin nicht so gut in dem Boss, aber der ist richtig cool trotzdem. Ah! Nein! Bin schlecht! Bin richtig schlecht gerade. Aber er ist tot! Yeah! Hatte früher ein bisschen Probleme bei dem, aber der ist eigentlich voll einfach. Man muss sich sogar gar nicht mehr so anstrengen bei dem. Und da haben wir diese Welt auch geschafft. Jetzt kommt meine Hasswelt, die vierte Welt. Bubbly Clouds. Alles klar. Oh, ich mag die Welt. Ich mag sie nicht, also... Ich mag die Welt her von dem Design, von dem Level-Design, aber... Es sind so viele Gegner und es ist... Oh, schwer! Ah! Das ist ein typischer Kirby-Fehler. Falsche Taste drücken. Zumindest bei mir ist das so. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin. Ach man, ich bin einfach gerade schlecht. Tut mir leid. Ich versuche so gut wie möglich meinen Kommentar zu halten. Auch wenn das nicht so ganz einfach ist, weil ich nicht genau weiß, was ich sagen will. Ich habe mich übrigens entschieden, die Spiele alle, so Gamer-Spiele, schwarz und weiß zu spielen. Diese Katzen, ich weiß nicht, wie man die besiegt. Weil wenn man die ansaugen will, dann werden die richtig aggro. Und dann, wenn ich so Bestien, kann ich aber mal kurz mal zeigen. Hier so. Und dann explodieren die. Boom. Vielleicht ist das auch ein Trick. Was das hier ist, das kann ich nicht sagen. Das ist nur so ein hässliches Monster. Oh, die Regenschirme da, die sind richtig fies, weil die treffen, wenn die einen treffen, dann tut das auch weh. Das ist voll fies. Oh. Okay, ja, in dieser Welt sterbe ich eben mehr als einmal, meistens. Ich bin nicht gut in der Welt. Die nächste Welt? Oh, ich freue mich auf jeden Fall schon mal drauf, nicht? Aber ich finde cool, dass wir hier das Spiel spielen können und ihr mir dabei zuseht, wie ich das spiele. Weil es gibt bestimmt Leute, die das noch gar nicht so wirklich gesehen haben. Es kam ja auch letztens, also nicht letztens, aber dieses Jahr auf jeden Fall, kam ja auch Kirby Star Allies vor... Ich weiß nicht, 2 Monaten oder so. Ich weiß es gerade echt nicht. das habe ich auch und ich glaube, da gibt es auch so ein Retro-Level, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Und das war halt das erste Level von diesem Spiel hier. Wollte ich nur kurz sagen. Und ich werde auf jeden Fall demnächst auch noch mehr Kirby-Spiele spielen. Hier habe ich ein Secret, das habe ich auch vorhin erst gefunden, die Runde vorhin. Die war so geil. Ich habe einfach alles durchsucht und habe einfach hier ein Siegel gefunden. Einfach reingehen und dann fahren wir hier hin und... Oh, nicht runterfallen! Kirby! Und kriegen hier das Power-Up von vorhin, von dem Boss. Oh nein, machst du da Tomate. Die Sache ist, das Power-Up beim Boss, das verlieren wir nicht, weil das ist ja ein Boss. Und dann kannst du das voll Power-Up ja nicht verlieren, sonst kannst du den Boss halt nicht besiegen. Oh, jetzt sind wir hier schon. Das ist mein Hassboss. Also nicht mein Hassboss, aber... Ich hasse den. Es
gibt zwar nur eine schlimmere Version. Das ist auch der Boss von dem, von der Welt. Also der geht ja eigentlich noch ganz, ist ja noch ganz okay. Aber der Boss gleich, der ist richtig AIDS. Aber ich habe eine Taktik in den entwickelt. Ich labert glaube ich ganz von vorhin. Das tut mir leid, das tut mir leid. Sorry. Ja, jetzt fliegen wir hier hoch in den Wolken oder was auch immer. Oh! Jetzt haben wir die, das von vorhin auch nochmal. Frag mich nicht, wieso wir das nochmal haben, aber. Ach so, stimmt, wir müssen mal hier durch. Und ich habe vergessen, dass man bei den Instant stirbt. Glaube ich zumindest. Also, egal, wir haben eh trotzdem noch genug Leben. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann glaube ich, haben wir nicht mehr genug Leben. Beim Endboss werde ich bestimmt mindestens einmal sterben. Oder, ja, kann man schon, doch, denke ich schon. Ich bin halt nicht so der Beste im Spiel, tut mir leid. Oh, das habe ich ja ganz vergessen, dass hier unten eine Stachel sind. Bam, das ist mir jetzt egal gewesen. Jetzt müssen wir, glaube ich, hochfliegen. Oh, nee, jetzt kommt diese Passage. Und jetzt müssen wir uns den Weg frei bahnen. Und hier aufpassen, dass wir da nicht runterfliegen. So. Ganz gechillt. Hier warten. So, okay. Sind wir durch. Und das Power-Up ist weg. Hier müssen wir aufpassen, weil hier fliegen überall so ein paar Aslaks runter und müssen wir natürlich ausweichen. Oh, das hab ich. Hey, das war ja richtig gut. Hey, lol, war ich richtig gut. Und hier im Mond kann man reingehen und dann kriegt man hier nochmal ein paar Items, wie zum Beispiel eine Maxi-Tomate. Eine Maxi-Tomate da. Und ein One-Up. Auch wieder. Und hier auch noch eins. Geil. Und jetzt kommt der Boss, den ich überhaupt nicht kann. Cracko. Vorhin hatten wir gegen Cracko gekämpft. Das ist Cracko. Gegen den habe ich aber eine Taktik. Und zwar einfach hier, ganz am Rand, an der anderen Seite, wo er gerade ist, gehen. Zumindest meistens. Also hier am besten hingehen. Dann bewegt er sich so auf die Seite, spuckt die ganze Zeit Gegner aus und das macht er die ganze Zeit dann einfach. Das habe ich vorhin entdeckt, das war richtig cool, als ich das entdeckt habe. Ich habe mich voll gefreut. Ich dachte mir so, okay, das kann jetzt richtig gut starten. Außerdem, wenn man hier ist und der uns rüberfliegt, dann glaube ich, wird man noch nicht unbedingt getroffen. Bams. Der noch weiter schnell. Ja, man muss einfach seine Gegner nehmen und auf ihn schmeißen und ja, seine spitzen Stacheln da. Ich weiß nicht, was ich sagen würde. Auf jeden Fall haben wir den beschafft und jetzt kommen wir in die letzte Welt gegen König DDD. Und holen uns das Obst oder das Gemüse oder das Essen, was auch immer. Wieder zurück für Dreamland. Yay. Mount DDD. Oh, das ist eine geile Musik. Und da ist das Schloss, hoch auf dem Berg. Wir sind da angekommen. Boom, der Stern ist kaputt, aber den brauchen wir eh nicht mehr. Bams. Und jetzt, wir kommen in den Bosswash-Modus. Nee, aber wir müssen jetzt wirklich jede Land nochmal bereisen. Jetzt mal hier Green Greens. Und ja, dann müssen wir nochmal die Bösse besiegen. Aber die sind nicht schwer oder so, einfach die gleichen Bösse nochmal. Nur die Levelabschnitte sind ein bisschen schwieriger. Und wir sind jetzt hier in Kirby. Was wir machen müssen, wir müssen zerplatschen und dann boom, geht's weiter zum Boss. Frag mich nicht, wie man auf so eine Idee kommt, so ein Kirby-Duplikat zu zerplatschen und dann kommt man weiter. Der kann nichts, der Witz. Wir haben auch eh genug Leben. Ich bin echt gut in den Run hier durchgekommen. Oh, ich bin gesprungen! Bin ich schlau, ey. Ich bin aber schlau bei dem Treffer. Ach shit. Okay, jetzt bin ich schlecht gegen den. Normalerweise ist es voll easy. Aber naja. Ist halt so. Es kann sein, dass ich das. Ja, es wird auf jeden Fall das Spiel ein bisschen rangesucht. Also unten so die Leiste ein bisschen hochgebracht. Weil ich das nicht anders machen kann. Ich kämpfe es gegen Lololo und Falala, glaube ich, heißen die. Ach man, wie soll ich ihn besiegen? Ich habe echt keine Ahnung bei manchen Gegnern, wie ich die besiegen soll. Ich meine, normalerweise nimmt man die eigentlich, saugt man die auf und dann spuckt man die runter, nimmt man die runter oder so. Habe ich das eigentlich schon mal gezeigt? Ich glaube doch gar nicht gezeigt. Mache ich mal, kann ich ja eben machen. Oder gleich. Vielleicht mach's jetzt.
Okay, wir können auch einfach runterschlucken. Das bringt zwar meistens eigentlich nichts. Aber ja, die Option, die ist vorhanden. Ah! Tot. Ja, nochmal rein. Heads up! Ach man, egal. Wo ist der Kirby? Da ist der Kirby. Wieder so rumdance hier. Aber der Boss hier, der geht eigentlich. Ich finde nur in dem originalen Kirby, was wir gerade spielen, da ist er ein bisschen schwieriger, ein bisschen komischer gestaltet. Normal, also es sieht jetzt nicht anders aus als in anderen Spielen, aber ich weiß nicht, irgendwie Kirbys Verhalten hier bei dem Boss ist ein bisschen komisch, falls man das so sagen kann. Ich weiß nicht. Oh, ich dachte gerade, er will mich töten. Ah! Okay, one on one. One on one. Bam, was willst du? Sonst werden wir nochmal sterben. Kämpfen gegen den. Ich weiß gerade vergessen, wie das Land heißt. Ja. Ja, das sterben wir eben. Ja. Und ja, Kirbys Design ist auch eigentlich voll anders als in den nächsten Spielen. Ich kann ein bisschen was zur Geschichte des Entwicklung in der Entwicklung so erzählen. Denn eigentlich hat man keine Ahnung gehabt, wie Kirby aussehen sollte. Das war gerade dumm von mir. Und da hat man einfach. Da hat man einfach irgendeinen Ballon gezeichnet mit zwei Augen und einem Mund. Und dann dachte man sich, ja, das ist ein Placeholder, den benutzen wir jetzt erstmal, bis wir ein richtiges Design haben. Aber dann haben sie sich das Design gemocht, und dann haben die das auch benutzt als originale Kirby-Design. Der hieß auch irgendwie, ich weiß nicht genau, wie der hieß, irgendein japanischer Name. Was, ich bin gestorben, echt? Ich bin echt gestorben? Fuck. Shit. Ich habe jetzt keinen Bock auf Saison oder so. Ich würde es eigentlich so durchspielen. Okay, jetzt darf ich aber keine Fehler mehr machen, weil ich brauche die Leben von dem Boss. Oh! Ah! Nein! Keine Ahnung, wo es gerade ist, aber ja. Yeah. Aufpassen! Aufpassen! Oh, chill mal, Kirby. Und ja, dann haben die den einfach so gelassen. Im Japanischen heißt Kirby auch, glaube ich, Kabi. Und das Spiel hieß, ist in Japan. Kirby of the Stars oder so. Irgendwie sowas. Jetzt muss ich ihn aber schaffen. Jetzt muss ich auf den anderen Bildschirm kurz gucken, weil die Lichter kleiner gemacht ist. Und dann kann ich irgendwie besser spielen. Keine Ahnung, bei so einem Boss kann ich irgendwie besser spielen, wenn die Sicht kleiner ist. Ist das komisch? Nein, oder? Ah, nein, 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 ich will sterben. Ich will nicht sterben. Nicht jetzt. Oh Gott, der killt mich ja richtig. Bams, aber ich habe ihn vorher gekillt. Okay, jetzt müssen wir nur noch gegen Cracko. Oh nee, Cracko. Komm ich hier rein? Nee, kann man nicht. Okay. Ah. Wenn ich irgendwas vergessen habe zu erzählen, dann werde ich jetzt irgendwann mal nachholen oder so. Ich glaube, jetzt bin ich zu oft gestorben. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir nämlich nur noch diesen einen Versuch. Danach haben wir keine One-Ups mehr. Und wenn wir dann sterben, dann war es das. Dann kann ich es nochmal auch neu aufnehmen. Oh, hey, Kumpel. Boom. Ah, dann sterben alle Gegner. Okay, das ist gut zu wissen. Okay, jetzt kämpfen wir gegen Cracko. Gegen den ich keinen Bock habe zu kämpfen. Ja, okay, ich dachte schon Cracko Junior. Hey, was? Okay. Weil er ist ja eigentlich nur ein Zwischenboss. Ah, nein! Nein, 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 nein. Bam. Was willst du? Nee, mach's mir hier nicht. Kannst mir nichts tun, du musst Auge, bam. Oh, fuck, okay, okay. Das wird das schwer. Ich brauch gleich eine Heilung bei KinGD. Aber wir kämpfen sofort gegen den, glaube ich. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut, was ich gerade auch mache. Ich bin gerade richtig nicht so gut. Falls ein Wort ist. Bams, aber er hat keine Chance gegen mich. So, und jetzt kämpfen wir gegen den König DDD. Was wir machen müssen, der kippt gleich um oder hier sowas. Und dann müssen wir einfach die Sterne aufnehmen und dann gegen ihn schmeißen. Bams! Bei zwei Sternen, glaube ich, macht man noch mehr Schaden. Ich weiß es nicht genau. Kann sein.
Ich bin mir echt nicht sicher. Ah, nein! Ah, Mist. Die Attacke gibt's ja auch noch. Die ist gemein. Die ist echt gemein. Muss immer aufpassen. Muss immer ein bisschen Abstand halten, auf jeden Fall. Nicht so wie ich jetzt gerade. Weil ich bin gerade richtig schlecht gegen... Ja, gut. So, sorry für den kleinen Cut, aber ja. Wir haben jetzt One-on-One. Keine One-Ups mehr, weil ich zu schlecht bin. Und er fängt sofort mit der Attacke an. Wie fies. Okay, Hammer, Hammer. Bam. Hab ich ihn getroffen? Ich weiß es gerade echt nicht. Wenn er dieses Gesicht macht, dann haben wir auf jeden Fall getroffen. Und unten, ihr seht ja schon eine Leiste, wie viele Leben der hat im Gegensatz zu den anderen einfach. Oh ja, die Attacke. Ich mag das, wenn er die Attacke macht. Oder den Hammer. Den Hammer, ja. Bam. Da kann ich ihn nämlich treffen. Und dann ist er viel einfacher. Ich wollte gerade abhauen. Naja, dann wird das halt kein No-Damage-Run. Hat ja nicht vor, aber ja. Bam, wir haben ihn fast. Wir wollen nur das Obst wieder für Dreamland. Nur weil du so gefräßig bist, du fetter Pinguin. Und das war's! Boom, da fliegt er raus. Und wir haben es geschafft. Wir haben alle Bösen besiegt. Wir haben das Spiel so gesehen durchgespielt und das Obst haben wir nun zurückerobert, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, ob man das sehen konnte, aber es hat gerade gewackelt. Das ist das Schloss. Ich habe keine Aufnahme gesehen, das hat man gerade nicht gesehen. Und da haben wir das Spiel nun durchgespielt. Yay! The Credits! Ja, die lasse ich jetzt laufen. Wir sehen auch gleich die Endcutscene, wie das Spiel endet. Ich finde das Spiel richtig cool. Ich könnte jetzt keine Punktzahl persönlich geben, muss ich ehrlich sagen. Also, ja. Aber ich finde es toll, dass ihr mir zugesehen habt, auch wenn ich manchmal irgendeine Scheiße gelabert habe, sehen wie jetzt gerade. Trotzdem, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt und ich freue mich auf das nächste Video, wo ihr mal wieder dabei seid und mir zuguckt über den Videos. Das ist cool. Ich höre mich gerade an, dass ich irgendwie so einen Lappen in den Space mache und ich freue mich, wenn jemand Leute zugucken. Aber nein, so will ich nicht. Und für Leute, die auf meinen Kanal gekommen sind, wird es wahrscheinlich richtig komisch sein, dass ich es ja so was so scheiße ich laber. Ich bin immer so ein fucking Wasserfall, ey. Aber ja. Kirby's Dreamland presented by Hall Laboratories Inc. and Nintendo. Thank you for playing. Yeah. Und jetzt Kirby. Boom, wieder klein. Und okay, zum Glück fällt das nicht runter, aber yeah. Alle feiern Kirby. Yeah, das Obst ist wieder zurückgekehrt. Und bye bye. Yeah, bye bye, Leute. Oder? Good job, press up, A. Press up, A, and select on the title screen to start a new adventure. Good luck. Gut, die Idee da kann sich fassen. Ja, wir haben jetzt einen Hard Mode freigeschaltet, aber den machen wir wahrscheinlich im Livestream oder so, wenn ich mal Bock habe. Mach doch nicht was! Mann! Ich bin nach Hause! Ich gehe jetzt! Okay. Ja, wir haben es durchgespielt. Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr irgendwo links und rechts oder oben klicken, um neues Video zu sehen. Und damit würde ich sagen, haut rein, Leute. Und bis zur nächsten Folge von Kirby oder was anderem. Haut rein und ciao!